So, Glück auf, Bonsai-Freunde, und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Format hier auf meinem YouTube-Channel. Und zwar, jetzt wird ja schon wieder ein neues Format an, denkt sich vielleicht der eine oder andere. Aber ich möchte jetzt das Bonsai-Format Bonsai Howl einführen, also H-A-U-L, so übersetzt aus dem Englischen, weil viele andere YouTuber das in anderen Bereichen auch so machen. So unter dem Motto Bonsai Beutezug oder anders gesagt, ich will unter diesem Format alles verpacken, was ich so im Thema Bonsai so kaufe, sage ich jetzt mal so rund um das Thema Bonsai. Ich war erst mal überlegen, ob ich das so in Bonsai Talks abarbeite. Ich dachte mir, das passt aber nicht, weil Bonsai Talks, da möchte ich nur so direkt zu euch sprechen. Dann war ich mir überlegen, ob ich das in den Vlogs so bearbeite, aber die Vlogs sollen sich mehr direkt um die Arbeit mit Bäumen und Pflanzen quasi handeln. Und dann hatte ich mir jetzt gedacht, ich gründe einfach noch ein neues Format nach meinen ganzen anderen Formaten und das soll jetzt Bonsai Howl nennen. Das wird demnächst unter dem, oh, nicht Hashtag laufen, sondern sonst hatte ich ja immer Hashtag Bonsai Vlog, Hashtag Bonsai Shorts, Bonsai Basics, Bonsai Projekte, Bonsai Talk, und das ist jetzt nicht Hashtag Bonsai Hall, sondern das ist so Euro- oder Dollarzeichen, muss ich nochmal überlegen, wenn ich am PC sitze, was cooler aussieht, Bonsai Hall. Und dann Eurozeichen 1, Eurozeichen 2, um fortlaufend das hier so zu dokumentieren sozusagen, wenn ihr denn dazu Lust habt. Denn ich möchte euch bitten, mal die Kommentare zu bemühen und zu sagen, ob das für euch in Ordnung ist, dass ich das so mache, oder ob ihr das nicht möchtet. Es geht hierbei bei diesem Format auch nicht darum, dass ich Produkte oder Firmen irgendwie bewerben möchte, sondern die meistgestellteste Frage unter meinen ganzen Bonsai-Kommentaren bei Instagram oder per E-Mail, die ich so fleißig von euch teilweise erhalte, ist hauptsächlich das Thema, wo kaufst du deine Bonsai-Sachen ein? Also ich würde sagen, gefühlt wird das noch öfters gefragt als: Wie soll ich mit dem Thema Bonsai beginnen? Ist das übergeordnete Thema immer, wo kaufst du deine Bonsais, wo kaufst du dein Werkzeug, wo kaufst du deine Grund-, also deine Rohware an Pflanzen zum Beispiel, wenn es nicht schon direkt Bonsais sind, wo kaufst du dein Substrat etc. Und diese ganzen Sachen würde ich jetzt gerne mal so allgemein beantworten, um viele Fragen vorwegzunehmen oder allgemein zu beantworten, unter dem Thema Bonsai Whole. Dann hatte ich erst überlegt, ob ich das so ein bisschen glieder und sage, erst ab einem Einkauf von 100 Euro stelle ich euch das hier vor, oder ab einem Einkauf von 50 Euro, dann habe ich mir überlegt, was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Zange kaufe, eine gewisse Zange im Bonsai Center oder vielleicht einen teuren Baum mal, dann ist man für eine Zange schon 50 bis 100 Euro los oder für einen Baum teilweise über 200 Euro los, den ich dann ja auch trotzdem einzeln vorstellen wollen würde. Wobei die Bäume, weiß nicht, ob ich die aus dem Hall loslösen würde und direkt in einem Vlog präsentieren würde. Allerdings bei Zubehör, worum es sich hier auch handelt, würde ich das finanziell geldunabhängig machen. Also selbst wenn es 5 Euro nur gekostet hat, würde ich euch, wenn die Menge für ein Video reicht, würde ich das als Haul präsentieren. Oder wenn ich zwischendurch Kleinankäufer mache, dann sammle ich die so zusammen, schneide euch die hintereinander und bringe euch die als ein Haul irgendwie an einem Mittwoch oder so. Das sollen eigentlich immer, außer jetzt das Einführungsvideo, sollen das eigentlich recht kurze Videos sein, wo ich kurz sage, was ich gekauft habe, wo ich es gekauft habe, was ich dafür bezahlt habe, warum ich da kaufe. Das sind so die Wie-Fragen oder W-Fragen, die ich da so abarbeiten möchte. Ich werde auch von diesen ganzen Firmen nicht gesponsert oder irgendwie finanziell unterstützt oder stehe auch nicht unbedingt, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Sache hier, in einem persönlichen Kontakt mit den Firmen, sondern ich bin von deren Produkten überzeugt. Also hier handelt es sich, das werde ich gleich noch im Detail sagen, um Bonsai-Zuschlagstoffe, da kaufe ich, um Substrat-Zuschlagstoffe, da kaufe ich schon gefühlt seit 5, 6, 7 Jahren online ein. Und da bin ich einfach von überzeugt, weil Preis-Leistung absolut stimmt und Qualität natürlich auch. Und das möchte ich natürlich äußern. Genauso wie ich auch vielleicht ein Bonsai-Hole mache, wo ich Sachen einkaufe, Pflanzen einkaufe, wo ich auch nicht von überzeugt bin, wo ich mein eigenes Geld für investiert habe, das äußere ich dann genauso, dass ich da dann nie wieder kaufen würde oder so. Also die, das ist dann nachher so das Fazit, sage ich jetzt mal immer so, ich nach so einem Haul, wie, wann, wo ich gekauft habe, kommt dann das Fazit, ob ich da nochmal kaufen würde oder wie ich von den Produkten so überzeugt bin. Das wollte ich jetzt erstmal einmal so allgemein sagen. Und
Da das ja trotzdem in gewisser Weise irgendwie Werbung ist, auch wenn das unbezahlt ist und ich daraus keinen Vorteil erlange und ich Angst vor Abmahnung oder irgendwas anderem hier bei YouTube habe, werde ich dennoch hier demnächst oben so einblenden, könnte Spuren von unbezahlter Werbung enthalten. So als kleiner Fun Fact, so am Rande würde ich mal sagen. Ich denke, ihr versteht das. Wie gesagt, wenn ihr da sowieso kein Interesse daran habt, weil die Mehrheit der Kommentare sagt, auch nee, lasst den Quatsch sein. Schuster bleibt bei den Leisten, dann lassen wir es natürlich sein. Ansonsten würde sowas, weiß nicht, ich sage jetzt mal, im Bonsai Center kaufe ich ein, zwei Mal im Jahr ein. Hier kaufe ich im Frühjahr manchmal, wenn die Bonsai-Saison anfängt und umtopfen, da habe ich dieses Frühjahr drei oder viermal bestellt, weil ich immer erst denke, ach, hier ein so ein kleiner Sack reicht, dann bestelle ich noch einen nach, dann bestelle ich noch einen nach. Jetzt habe ich einmal eben im Winter, weil ich jetzt Lust hatte, ein bisschen Geld auszugeben und das hier auch noch mal ein bisschen trocknen muss, bisschen mehr Geld ausgegeben und habe mal sofort fünf solche Kartons bestellt. Und ich denke, da kommen so, weiß ich, sag mal so 5 bis 10 Videos vielleicht im Jahr zusammen. Wenn überhaupt. Kann auch sein, dass manchmal nur ein oder zwei sind, aber das soll so unter dem Thema Bonsai Hole laufen. Das ganze Thema kriegt auch eine Farbe. Ich habe ja für verschiedene Sachen, Vlogs sind ja orange, Shorts sind gelb, Basics sind rot, Projekte sind grün. Talk ist schwarz-weiß, aber also eher weiß, weil schwarz ja immer nur die Komplementärfarbe dazu ist. Und das hier würde dann Gold sein, weil was passt besser zu einem Haul oder Einkauf, sage ich jetzt mal, Gold. Also wenn ihr demnächst so im Thumbnail schon seht, dass es so Gold ist, dann seht ihr direkt, auch hier geht es wieder um einen Haul. Damit das auch optisch direkt besser auseinanderzuhalten ist in meinen Videos. Das ist so die Kernidee, die dahinter steckt. Ja, kommen wir zu dem Inhalt. Was habe ich hier bestellt und warum habe ich das bestellt? Ich weiß noch nicht, ich würde jetzt mal sagen, ich mache diese ganzen Pakete nicht auf. Also mache ich später doch, aber das wird für euch zu langweilig, weil was hier drin ist, müsste eigentlich jeder kennen. Und zwar hatte ich gerade extra die Rechnung mal fotografiert, weil ich hier kein Netz habe und das nur so nehmen kann. Ich habe bestellt und zwar Eimer Lava, Korngröße 2 bis 8 mm, 25, also sind alles 25 Liter Säcke in Volumen angegeben. Wie gesagt, einmal Lava in der Korngröße 2 bis 8 mm, dann einmal Lava in der Korngröße 8 bis 16 mm, dann zweimal Premium Bims in der Korngröße 3 bis 8 mm und einmal Premium Bims in der Korngröße 0 bis 3 mm, also letzteren jetzt 0 bis 3 mm wollte ich mal ausprobieren, ob da nach dem Absieben mit meinem Bonsai-Siebchen, was ich hier oben habe, was ihr ja alles aus meinen Bonsai-Substrat-Videos kennen müsstet, was ich euch hier oben mal verlinken kann, kennen müsstet. Und da wollte ich mal ausprobieren, was dann so überbleibt, wenn ich alles kleine 1 mm aussiebe, weil meine Erfahrung hat mich gelernt, wenn ich den Premium Bims, der hier normalerweise in der Korngröße 3 bis 8 mm verkauft wird, aussiebe, habe ich überverhältnismäßig viel Korngrößen dabei, die größer 5 mm sind, die ich ja nicht in mein normales Bonsai-Substrat oder Bonsai-Stoll oder Bonsai-Erde mit einbringe, sondern alles, was größer als 5 mm ist, was ja bei Lava und Bims immer wieder anfällt, ich unten in die Schale als Drainageschicht 50-50 so einbringe. Und bei der Lava hat mich die Erfahrung gelehrt, dass wenn ich das da kaufe, immer, ich sage jetzt mal 90% der Körner, Augenblick, muss ich mal gucken, im Bereich, also wenn ich Lavakorngröße 2 bis 8 mm bestelle, das aussiebe, 90% kleiner als die 5 mm Maschengröße meines Siebes sind und ich relativ wenig von den großen Körnchen kriege, sage ich jetzt mal, die ich nachher für die Drainageschicht über habe und die dann nicht im Verhältnis zu dem, was ich beim BIMS so überhaupt passen. Weshalb ich ja bei der Lava jetzt nochmal einen 25 Liter Sack bestellt habe, 8 bis 16 mm, wo ich mal gucken muss, ich weiß gerade die Siebgrößen da oben nicht, ich glaube ich habe noch 7 oder 8 mm Siebgrößen, dass ich alles, was größer als 8 mm ganz aussiebe und als Müll oder so draußen auf dem Wall oder im Garten irgendwo, sag ich jetzt mal, verschwinden lasse. Ja, jetzt fragt ihr euch, wo habe ich das bestellt? Das habe ich zum Beispiel, das ist eine der wenigen Sachen zum Beispiel für Bonsais, die ich nicht im Bonsai Center kaufe, wenn ich dort persönlich vor Ort bin. Für euch ist das ja bonsai.de, sondern also da kaufe ich
Für meine Substrate kaufe ich da ganz normales Akadama, ich kaufe Kirjut und ich kaufe kein Numa dort. Allerdings kaufe ich keinen Bims mehr dort und kein Labergranulat, weil das in diesen großen Mengen da gar nicht für mich zu kaufen ist. Und muss man offen so sagen, es hier definitiv bei selber Qualität auch wesentlich günstiger ist, wenn man das in großen Mengen holt. Diese 25 Liter Säcke jeweils, die kosten, glaube ich, ob Bims oder Laber oder das Gleiche. Ich muss mal eben gucken. Ja, ich gucke mal, tut sich eigentlich nicht viel. Und zwar Laber in der Korngröße 2 bis 8 mm, 11,99 € 25 Liter. Und alle anderen 12,49 € müssten das dann sein. Ja, oder Premium-Bims 0 bis 3 mm, 12,99 €. Aber sagen wir mal, 13 € für 25 Liter kriegt man woanders so nicht in der Form. Deshalb bestelle ich das da. Und das hat sich quasi, ja, wie gesagt, von der Qualität super. Das hat sich bewährt und ich finde das nur geil. Das einzige Problem daran ist, ach ja, genau, ich nenne mal eben den Namen. Ich bestelle das alles bei Vulcatech, so heißen die, Vulcatech Dachbegrünung oder so. Ich verlinke den Link dieser Firma hier unten mal in der Videobeschreibung. Die haben auch noch so Kakteenmischungen, die haben diverse andere Sachen, die ich alle, Zeolith und keine Ahnung was, die ich alle nicht verwende. Ich weiß, dass zum Beispiel die Kakteenmischung bei manchen von euch da draußen als reines Bonsai-Substrat genutzt wird. Also ich kenne auch einen anderen Bonsai-Channel, der hat davon so einen 200-Liter-Sack bestellt und der setzt alles in diese Kakteenerde, die von denen schon vorgemischt ist, aus den unterschiedlichen Zuschlagstoffen. Und seine normalen Laubbäume setzt er in dasselbe, bloß mit ein bisschen Zuschlag von Kokoserde. Muss jeder selbst wissen, das mache ich nicht. Ich nehme bloß diese einzelnen Produkte und die bestelle ich, wie gesagt, schon seit Jahren bei Vulcatech. Kleiner Funfact am Rande: Ich stehe auf regionale Firmen und ich weiß gerade nicht, ich meine, die kommen auch da unten aus der Region. Ich hatte letztens, als ich es bestellt habe, nochmal nachgeguckt. Und zwar war letztens ja noch diese Flutkatastrophe im Ahrtal. Und da hat ja der Mainstream oder diese Mainstream-Presse sozusagen nicht viel am Anfang darüber berichtet, aber man hat viel bei YouTube gesehen von einzelnen freien Reportern, nenne ich es jetzt einfach mal, die aus diesen Katastrophengebieten berichtet haben, wie auch unzählige freiwillige Helfer dort vor Ort waren, ob Bauern, ob Bauunternehmer etc. und da auf eigene Kosten den ganzen Schutt und den ganzen Krempel, sage ich jetzt mal, und die Straßen freigeräumt haben und dort geholfen haben. Und ich habe in diversen Videos von diesen kleinen YouTubern sozusagen gesehen, wie im Hintergrund oder an denen vorbei so Sattelzüge von der Firma Vulcatech vorbeifuhren und quasi auch diese Flutopfer auf Eigeninitiative unterstützt haben und denen quasi mit eigenen Mitteln direkt in den ersten 1, 2, 3 Tagen geholfen haben, diese Katastrophe zu bewältigen. Also es ist ein lokales, regionales Unternehmen aus Deutschland natürlich, was sogar noch gemeinnützig sehr stark aktiv ist. Und deshalb finde ich es doppelt nennenswert, dieses Unternehmen, wäre schon sehr sentimental, dieses Unternehmen hier irgendwie zu nennen, weil ich finde das eine tolle Sache. Ich hatte kurz überlegt, ob es vielleicht irgendwie möglich ist, denen auch mal so 50 oder 100 € zu spenden, aber irgendwie, weiß ich nicht. Also falls jemand das von Vulcatech hier sieht, meldet euch bei mir. Ich würde euch gerne finanziell unterstützen, wenn es nur mit 50 € Spende oder sowas ist, weil ihr den Leuten da unten in der Not was Gutes getan habt. Und das finde ich toll und deshalb bewerbe ich auch solche Produkte und habe dadurch keinen Vorteil und möchte andere Leute daran teilhaben lassen, wo ich halt meine Sachen kaufe. Ja, ich überlege gerade, ob ich so einen Sack mal exemplarisch auspacke und denke gerade, das könnte man eigentlich mal machen. Das wird auch alles wieder ein One-Take hier, wie bei den meisten Bonsai-Talks. Außerdem mein ganzer Tisch hier ist schon durchgebogen. Weil jetzt nicht bei jedem Gemisch, aber ich sag mal, 25 Liter wiegen ja mindestens 25 Kilo, teilweise, wenn man die heben will. Hat auch sehr geringe Versandkosten. Ich weiß gar nicht, ob die hier mit der Verrechnung stehen. Ne, das habe ich nicht mit fotografiert. Aber ich meine 3,99 € oder ne, 3,49 € glaube ich. 3,49 € rein so eine Packung. Klar, dann ist man hier schnell 17, 18 € versandkostenlos. Aber ich finde den Preis immer noch in Ordnung. Außer wenn jetzt diese ganzen Pakete meinen Tisch hier beschädigen sollten, weil der, wie gesagt, in der Mitte schon durchgebogen ist, dann wird es natürlich schnell teurer.
Ja, wollen wir mal eben irgendwie zusammen auspacken. Pinkes Messer ist wieder lebenswichtig. Dann kann man so rausziehen. Und zwar kommt das immer. Hier mal einmal kurz, bevor ich so ein bisschen aus dem Bild. Das kommt immer in so eigentlich praktischen Plastiksäcken. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Die hier oben an der Ecke, sehe ich auch sofort, so eine blaue offene Tasche haben, quasi belüftet sind und man hat hier oben eine Ausschüttmöglichkeit. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, ich mal rein, ja, auch das ist zum Beispiel Bimskis, dass die Granulate hier drin feucht sind. Das lässt sich natürlich auch nicht vermeiden, weil die lagern das ja nicht in Hallen, denke ich mal. Ich denke mal, die werden das irgendwo auf einem offenen Platz lagern. Die sind immer sehr feucht und ich habe ja diese große Wanne, wo ich zum Beispiel meine großen Yamadoris umgetopft habe. Hier auch nochmal so ein Video für euch. Wo ich jetzt Sack für Sack erstmal reinschütte und den eine Woche dann trocknen lasse. Rühre das so ein bisschen um. Wenn das getrocknet ist, siebe ich das sofort durch in die einzelnen Kornstufen. Das kennt ihr ja, wie gesagt, aus meinem Granulat-Video. Kann ich euch auch nochmal, wieder habe ich schon oder verlinke es jetzt hier oben für euch. Siebe ich das dann in die einzelnen Korngrößen aus und packe das dann wie immer oder hier zum Beispiel Bims 2 bis 5 mm, packe das dann in die Eimer und versuche das so trocken wie möglich zu lagern. Weil gerade wenn es trocken ist, habe ich auch die Möglichkeit, den Staub da sozusagen abzusieben. Ich verzichte mal darauf, euch diesen Ausschüttprozess und diesen Trocknungsprozess zu zeigen. Ja, die Gesamtbestellung war irgendwo so 70 Euro. Ich finde Preis-Leistungs-Verhältnis hier absolut in Ordnung. Noch cooler ist sogar, glaube ich, wenn man 200, 250 Liter bestellt, dann wird der Preis dramatisch günstiger. Also wenn ihr zum Beispiel so eine kleine lokale Bonsai-Community vor Ort habt, kauft euch so einen riesen Sack, teilt euch das mit mehreren Personen. Günstiger kommt ihr meiner Meinung nach nicht an diese Zuschlagstaffel für Bonsai-Säulen. Und es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was regional ist und sich auch gemeinnützig einsetzt. Ja, das würde ich mal so sagen, war es erstmal allgemein für meinen ersten Bonsai-Hole sozusagen. Lasst mich bitte unten in den Kommentaren wissen, ob euch das gefällt oder nicht gefällt oder was ihr da noch mehr sehen wollt, ist ja blöd, weil ich bringe das so, wie ich die Sachen einfach kaufe. Würde das immer als kleines Video demnächst so maximal, denke ich mal, 10 Minuten, wenn es mir überhaupt möglich ist, so kurz zu fassen, euch bringen. Und wenn es euch nicht gefällt, dann schaltet einfach Sonntag wieder ein, wenn es wieder heißt, My Trees and the Pot. Das war's für mich, euer Patrick. Bis Sonntag. Ciao.